Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Mario Kart 8 Custom Tracks und ich bin unfassbar gut drauf, weil ich habe meine unfassbare Codewoche hinter mir. Was heißt Codewoche? Es war eigentlich eine gute Woche prinzipiell in dem Sinn, ich habe jeden Tag, war ich ausgebucht, ich hatte jeden Tag was zu tun. Finde ich aber an sich geil, weil man merkt, es bewegt sich was im Leben, so, ne? Man hat was zu tun. Also von Montag bis Samstag hatte ich einfach die ganze Zeit was zu tun. Und das ist, wie gesagt, eigentlich auf einer Seite was Gutes, auf der anderen Seite was Schlechtes. Aber das Gute ist, dass ich jetzt wieder Zeit habe. Und deswegen bringe ich euch jetzt am Sonntagnachmittag oder Frühabend eine neue Folge von den Mario Kart 8 Custom Tracks. Ich habe was ziemlich, ziemlich Cooles für euch mitgebracht. Und zwar habe ich euch den... Ich weiß nicht, den Bomber Baby Luigi, den Soviet Baby Luigi, das ist mega geil. Also ihr müsst wissen, die Figur ist natürlich getrennt von dem Flugzeug, von dem Kart. Ja, das Kart ist ein Sturmovik-Flugzeug. Das ist das, glaube ich, das meistproduzierte Kriegsflugzeug, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, Sturmovik Mark II, aber ich bin mir nicht sicher. Und drin sitzt einfach Baby Luigi in Army-Kleidung und an den Händen zwei Säbel dran. Mega, mega geil. Und jetzt schaut auch mal oben auf die Flagge, ja. Da ist einfach auf sein Emblem, da ist einfach eine russische Flagge drauf. Legendär. Also diese Kart-Kombi ist einfach nur mega. Wirklich, wirklich lustig. Und ich habe euch zusätzlich dazu, ein Klassiker, kann man fast sagen, mitgebracht. Ich habe euch die allererste Custom-Strecke in Mario Kart 8 aller Zeiten mitgebracht. Und zwar ist es ich glaub Skyscraper City heißt die Stadt, also Wolkenkratzer City. Und die Strecke ist wirklich prinzipiell nichts Besonderes. Also wirklich nicht. Es war die allererste Custom-Strecke aller Zeiten. Dementsprechend, wie man es auch schon auf der Karte hier sieht, fährt man einfach nur im Viereck. Ne? Also ist gar nichts Besonderes, ist wirklich nichts Besonderes. Aber das war sozusagen der Startschuss in die Mario Kart 8 Custom Tracks Reihe sozusagen. Mit dieser Strecke hat alles angefangen. Und die ist von den Track-Erstellern Wextos und Atlas, glaube ich, so heißen die beiden, gemacht worden. Die sind sehr, sehr aktiv im Mario Kart 8 Custom Tracks Bereich. Die haben auch schon viel gemacht in Bezug auf Tools zur Erstellung von Mario Kart 8 Custom Strecken und so weiter. Und ja, das ist ihre allererste Strecke. Aber was man hier wirklich sehr, sehr positiv hervorheben muss, ist, dass sie tatsächlich eine Custom Map hat. Ja, eine Custom Karte. Die blende ich ja normalerweise mal aus, weil sie gar nicht passt. Aber hier haben sie es wirklich hinbekommen, die Karte passend zur Strecke zu gestalten. Und das ist ziemlich cool. Und ich frage mich, warum es das irgendwie dann später nicht mehr gab. Also entweder ist es enorm aufwendig oder keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich möchte nochmal hervorheben, in was für einem Kart und was für einem Charakter wir hier fahren. Das ist wirklich legendary. Also ich habe das gesehen, dachte mir, ich muss es nehmen. Das ist so witzig. Und ich muss persönlich sagen, der Charakter Baby Luigi ist sehr cool mit dem Skin. Aber ich finde, das Kart ist umso geiler. Also wirklich dieses Sturmovik-Flugzeug im Camouflage. Ja, jetzt sieht man auch noch voll Camouflage. Die Musik. Das ist immer noch das Hatsune Miku oder wie das heißt von letztem Mal. Es ist so weird. Mein Spiel wird einfach von Folge zu Folge verrückter, weil immer mehr gecustomized ist. Und irgendwann hat das gar nichts mehr mit Mario Kart 8 zu tun. Mega geil. Richtig, richtig gut. Ich habe das gesehen und mir war klar, ich muss euch das zeigen. Ich zeige euch ja sowieso alles, was neu released wird. Es wird übrigens immer noch sehr an Krankfried gearbeitet. Falls ihr die Folge nicht gesehen habt, wo ich mit Krankfried fahre, werde ich euch mal hier oben auf dem i verlinken. Da zeige ich mal Krankfried, aber der war da noch nicht ganz fertig und dem wird auch gerade viel gearbeitet. Also wenn es da nochmal, ja wie soll ich sagen, nochmal relevante Änderungen gibt, zeige ich euch den auch nochmal. Aber das war's auch schon wieder mit den Custom Tracks für heute. Eine sehr kurze Folge, wie immer halt. Heute Abend kommt noch der Boss in Twilight Princess. Also nicht der feine Boss, aber der Boss zum 6. Dungeon. Guckt euch das auf jeden Fall an. Habt noch einen wunderschönen Sonntag. Genießt Fasching, insofern ihr Fasching feiert oder Karneval oder wie auch immer ihr es nennt. Ich habe gestern sehr intensiv Karneval gefeiert. Und der Gin lief. Aber ja, das soll's gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, euer Hübi.